Hallo und willkommen zu einem neuen Video über Ghost Recon Wildlands, und zwar eine Story-Mission aus Malka, der Agent, und das ist die erste Story-Mission in Malka. Und dann springen wir hier direkt nach Malka. Das war der erste Punkt, an dem ich in Malka gelandet bin. Das ist hier Alpha, Malka Alpha. Und da wird man dann auch vom Baumann angerufen und die erzählt eine richtig coole Story. Und ja, das hören wir uns jetzt auch an. Bowman, wir betreten jetzt die Provinz Malka. Haben Sie Informationen? Oh shit, da ist irgendwo El Chido. Ist das jetzt schlecht, oder? Das ist der angesagteste Narco-Corrido-Sänger. Seine Lieder preisen den Drogenschmuggel an. Da kann ich nicht mitreden. Sollten Sie aber. Er ist das öffentliche Gesicht des Feindes. Eine Propaganda- und Rekrutierungsmaschine mit einer Stimme aus Samt. Seine Fans sind so verrückt nach ihm, dass sie im August die Bühne in Anaheim auseinandergenommen haben, nur weil er nicht auftreten wollte. Er hat also Einfluss. Finden Sie alles über El Chidos Besuch heraus, damit wir die Nummer versauen können. Er hält sich bestimmt bedeckt, aber sein Agent wird viel unterwegs sein, damit sich die Reise für ihn auch lohnt. Alles klar, wir konzentrieren uns auf den Agenten. Oh, das wird lustig. El Chido die Nummer versauen? Na, das möchte ich mal sehen, was das ist. Nach dem Video aber erst. Wenn Sie keine Narco-Corridos hören, sind Sie eine Pussy und von meiner Liste. Narco-Corrido ist der Gangster-Rap des 21. Jahrhunderts. Harte Worte, zensierte Musik und der Swagger ist die Show. Dieser sexy Motherfucker ist El Chido und der weitaus beste Corrido-Künstler der Welt. Seine Verkäufer heimsen jährlich Millionen Dollar ein. Stünde er Santa Blanca nicht so nahe, wollte ich ein Kind von ihm. Dieser charmante Macho schreibt und singt die Corridos, die die Geschichten von Santa Blancas Buchones von Bolivien bis nach Culiacán erzählen. El Chido, echter Name Marcelo Rios, ist kein schlechter Kerl. Er singt nur so. Außerdem ist er Dicke mit den Gangstern von Santa Blanca. Santa Muerte, die Kirche des Kartells, fördert Öffentlichkeitsarbeit und ein Konzert in Malka. El Chido soll die Moral aufpeppen und Santa Blancas Wort verbreiten. Das ist die Gelegenheit, einen Outsider mit Insiderwissen zu schnappen, der alles zu verlieren hat. Wenn wir El Chido tatsächlich auf seine Kumpel ansetzen, singen die Gerichte der gesamten westlichen Hemisphäre und sein Loblied. Schnappen Sie ihn, aber seien Sie nett. Und lassen Sie die hübsche Visage ganz. Ja, dann lassen wir das mal mit der hübschen Visage, die stehe ich nicht drauf. Als erstes müssen wir natürlich eine Akte finden, die uns diese Mission freischaltet. Ich höre gerade, dass sich El Chidos Agent mit Santa Blanca-Leuten trifft. Es wird kein Ort genannt, aber... Moment. Wir haben die Adresse des Hotels, wo der Assistent des Agenten für eine Nacht eingecheckt hat. Assistent des Agenten? Diese Showbiz-Typen reisen gerne mit Entourage. Das macht sie wichtig. Egal. Finden wir den Assistenten. Vielleicht führt er uns zu seinem Boss. Hua. Hua. Und zwar, ich habe das mal drin gelassen, damit ja klar wird, dass man die Akte suchen muss. Aber das wissen die fortgeschrittenen Spieler schon, nur der sich das jetzt anguckt und nicht kennt. Aber hier nach Malka Bravo und dann Schnellreise und dann hier haben wir schon die Mission, die wir starten müssen. Und dann geht's hier auch schon los. Da flitzen wir dann hin. Folgen Sie dem Assistenten des Agenten zum Treffen und finden Sie heraus, was für das Konzert in Malka geplant ist. Zum Assistenten des Agenten flitzen wir jetzt mit dem Hubschrauber, weil hier im Bravo, in Malka Bravo steht ein Hubschrauber, deswegen habe ich hier Schnellreise hingemacht. Und dann beschleunige ich jetzt mal die Reise so ein bisschen, da mache ich erstmal den Moskitogang rein und ab dafür. So. man muss den Assistenten des Agenten unbemerkt folgen, damit man dort ankommt und alles abhören kann oder mithören kann. Und immer wie es bei so einer Mission ist, wo man das triggern muss, was starten muss, wo jemand losfahren muss oder der nicht gesehen wird, kann man auch immer die Rebellenfähigkeit Aufklärung draufjagen, dann ist es sofort aufgeklärt. Und die Mission an sich, also der das Loslaufen des Charakters, den man verfolgen muss, startet dann immer. Das mache ich ganz gern, so brauche ich nicht mit der Drohne rumfliegen, großartig da rein und gucken, wo er ist oder sowas. Erstmal in die Büsche, weil wir sind hier an der Straße und weg von den Rotorblättern, damit die Drohne den Hubschrauber nicht schrottet, denk immer dran. Und hier, der ist drinne, man sieht ihn nicht.
Ich hab die Rebellen. Ich sehe einen Kerl, der wie der Assistent von Alchidos Agent aussieht. Was tun wir? Schnappen wir ihn, geht bei seinem Boss der Alarm an. Gute alte Beschattung. Beobachten wir, was er tut und wen er trifft. Bleibt außer Sicht. Sieht er uns, haben wir nichts. Steckt schon ein hier. Also, Rebellenfähigkeit, Aufklärung drauf. Da wird da sozusagen wahrgenommen, da ist diese Person. Und dann startet das alles hier von selber. Das ist auch bei den Leichenbestattern so und bei anderen Missionen, wo man etwas starten muss, eine Person starten muss oder aufklären muss. Bei El Bokita auch. Und jetzt geht's los. Jetzt müssen wir den hinterher düsen hier. Das geht halt mit dem Hubschrauber halt super einfach, weil man kann halt über ihm schweben und ihm halt auf nichts abwerfen. So, ihr müsst aufpassen, dass ihr hier ziemlich hoch seid und dann von oben sozusagen anfliegt. Jetzt nicht direkt über der Straße und dann über den Felsen, weil dann sehen euch vielleicht die Leute. Wenn ihr aber so ziemlich über den Felsen seid, könnt ihr ja runter schweben. Aber Vorsicht, hier sind Leute unter uns direkt oder unter mir. Ja, jetzt seht ihr verdächtig. Wenn ihr direkt, sag mal, hier von links irgendwie anfliegt oder von direkt von oben runter schwebt, ziemlich schnell, dann sieht euch auch keiner. Es erblickt euch keiner. Und der Assistent des Agenten wird nicht aufgeschreckt. Ich könnte ihm in die Fresse hauen für den Namen. Assistent des Agenten. Der Praktikant des Praktikanten des Oberpraktikanten. Markieren Hauptmann. So. Da läuft er jetzt ins Haus. Und wir müssen jetzt mitschneiden, was dort los ist. Draußen auf der Straße, der ist jetzt tot umgefallen. Der Assistent geht in dieses große Gebäude. Der Agent könnte hier seinen Kartellkontakt treffen. Wir müssen die Unterhaltung abhören. Können wir uns da drin gut bewegen? Wir schicken eine Drohne und nehmen es auf. Ich will nicht entdeckt werden. So. Der läuft jetzt hier die Treppe rauf. Hier unten. Und wird dann hier oben gleich langkommen. So voll der Bücherwürmer hier. Lass mal schnell auf. Hat die Rebellen gebeten, die Gegend ja, jetzt poppen sie hier alle auf. Nein, die poppen hier nicht rum, die poppen auf. So, und hier kommt er und läuft hier direkt zu den Leuten, wo er hin muss. Ihr seht, er hat sich hier links um die Ecke gestellt, weil es nur der Assistent des Agenten ist. Aber der Agent sitzt da am Tisch. So, ihr müsst jetzt das Gespräch aufnehmen. Ihr seht, geht ihr von der Person weg, hört die Aufnahme auf und fängt... Ihr müsst wieder von vorne anfangen. Also seht ihr an, aus. Jetzt wieder an, aus. So. Ihr müsst auf dem Ziel bleiben, damit die Aufnahme läuft. Wenn sie abbricht, fängt sie wieder von vorne an. So, jetzt ist sie wieder aus. Wenn ich jetzt wieder auf die Person draufgehe, muss wieder die gesamte Zeit aufgenommen werden. So, jetzt läuft sie wieder und jetzt seht ihr, jetzt bleiben wir mal drauf und dann nehmen wir das ganze Gespräch nochmal mit auf. Was wir brauchen. Gehen wir. So. Wir haben Elchidos Agenten zu einem Treffen mit Santa Blanca verfolgt. Die Jungs vom Kartell verteilen großzügig Werbematerial. Es gibt einen Promotruck, der durch ganz Bolivien fährt. Elchido verschafft Santa Blanca viel Einfluss. Das ist ein Propagandatruck. Also schalten wir den Promotruck aus. Holt lässt es gerne knallen. Es reicht nicht, den Truck hochzujagen. Es muss irgendwo ein Lager geben, in dem sie noch mehr Werbematerial aufbewahren. Wir tauschen den Truck einfach gegen einen mit C4 aus. Ich bitte Pakatari und seinen identischen Truck zu besorgen. Wenn er mit der Werbung zurück zum Lager fährt, sprengen wir ihn. Klingt riskant. Haben Sie denn schon einen Truck? Ich kümmere mich drum. Sie schnappen sich den Truck. Halten Sie die Augen offen. Vielleicht können wir dem Kartell hier ja noch anderweitig schaden. Alles klar, wir kümmern uns drum. Genau, wir kümmern uns drum. Also, habt ihr das ganze Gespräch aufgenommen, ist es jetzt durch. Und die nächste Mission wäre schlechte Publicity. Das aber im nächsten Video. Und ihr könnt theoretisch hier noch ein bisschen Spaß haben. Mission ist ja durch. Man könnte jetzt theoretisch hier Ärger anfangen. Aber guck mal, wer da stirbt.
So, man kann hier natürlich noch ein bisschen rumbolzen. Einer weniger. Und dann kann man sich auf den Weg machen. Im nächsten Video sehen wir dann schlechte Publicity, wie wir denn oder wie der Promotruck geklaut wird und oder ausgetauscht wird gegen einen mit C4. Und ja, dann bedanke ich mich bei euch, dass ihr dran geblieben seid, dass ihr euch mein Video angeguckt habt. Über einen Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen oder für ein Abo, für beides umso mehr. Dann könnt ihr hier im Hotel nochmal Informationen holen und hier noch Sachen. Also Klingungslehrakten und hier in der Unamarker-Mine geht es demnächst weiter. Danke und auf Wiedersehen. Tschüss.